Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Kerbal Space Program Let's Guides. Ja, und heute machen wir weiter mit unserer sehr komplexen, komplizierten Mondmission. Hiermit nämlich, oder mit diesen drei Raumschiffen, um genau zu sein, die aneinander gedockt sind, beziehungsweise dieser eine Raumstation und dem einen Raumschiff, das da gerade rangedockt ist, sozusagen. Ich muss sagen, ich habe mich echt darauf gefreut, hier weiter an diesem Projekt arbeiten zu können, beziehungsweise das jetzt hier weiterzuführen sozusagen, diesen Flug hier. Hier weiterzumachen, ich weiß nicht. Mit dem bin ich echt drauf gefreut, das heutige Video aufzunehmen und jetzt machen wir es. Deswegen, ja, freut mich. So, aber jetzt müssen wir uns erstmal, oder jetzt muss ich mich erstmal einmal kurz etwas konzentrieren, denn der nächste Schritt ist jetzt wichtig. Wenn ich jetzt hier einen Fehler mache, dann fehlen uns gleich sonst Dinge sozusagen. Ich meine, generell ist alles, was wir jetzt gleich machen, wichtig. Ich werde gleich auf dem Mond landen. Wenn ich da einen Fehler mache, wäre das natürlich auch leicht fatal. Logischerweise, aber so, als erstes müssen wir mal kurz nämlich hingehen. Die sind, glaube ich, alle auf Transmit Data, dann Stop Transmitting. Ah, die sind schon fertig mit Transmitten. Ich hatte die nämlich vor ein paar Folgen, als wir hier die Station ursprünglich assembled haben, habe ich die Dinger auf Transmit Data eingestellt. Und ich möchte sicher gehen, dass die auch alle auf keinen Fall auf Transmit Data stehen, denn unser Plan ist es jetzt gleich, Experimente vom Mond hier nochmal hochzukarren und dann in unser Science Labor zu geben. Und ich glaube, wenn ich die Daten davon transmitte, können wir die nicht mehr researchen. Das heißt, es wäre schlecht, wenn ich jetzt, ne, aus Versehen, ne, und so weiter und so fort. Also wenn ich jetzt hier aus Versehen direkt die Experimente abschicken würde, obwohl wir sie eigentlich ins Research-Labor geben wollen, das wäre schlecht. So, das wäre schon mal geklärt. Jetzt geht es hier weiter. So, wir haben jetzt hier Valentina Kerman, das ist unsere Pilotin. Die werden wir auf jeden Fall transferen. Dann haben wir hier einen Engineer, einen Scientist. Ich glaube, wir haben noch einen Scientist. Haben wir noch einen Scientist? Wir haben drei Scientists. Prima, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Also die beiden Scientists, die hier drin sitzen, die möchte ich gerne erstmal da drin lassen. Also gefahrfrei rüber transferieren können wir erstmal Valentina Kerman, würde ich sagen. Erstmal möchte ich wissen, was Valentina überhaupt sieht. Was kann die liebe Valentina denn überhaupt sehen? Das würde mich mal interessieren. Die Sterne. Das ist natürlich eine schöne Aussicht, aber ich glaube tatsächlich, auf unserer Station kann niemand wirklich den Mond sehen, außer vielleicht hier, da, irgendjemand guckt doch da. Nee, da sitzt Valentina wahrscheinlich drin. Kannst du den Mond sehen? Nee, du kannst auch irgendwie... Keiner kann den Mond sehen. Ah, das ist ja schön. Die sind im Mondorbit, aber keiner kann den Mond sehen. Vielleicht die aus dem Research Lab. Ich glaube, die hier hinten. Das würde mich mal kurz interessieren, ob irgendjemand den Mond sehen kann. Kannst du den Mond sehen? Wo sitzt du denn drin? Ach, du bist in einem einzelnen Pod, glaube ich. Okay. Oh, hoppla, falsche Tasten. Nups. Der sitzt in einem einzelnen Command Pod. Kann einer von euch beiden den Mond sehen? View. Aha. Ich glaube, das Fenster ist es. Ach, gerade so. Gerade so. Da kann man so leicht den Mond sehen. Okay. Immerhin, die beiden können den Mond sehen. Das freut mich. Schön, das zu sehen. Okay, so. Legen wir los. Valentina Kerman, wo bist du denn drin? Du bist da drin und du möchtest bitte da rein. Das heißt, kurz überlegen. Wie machen wir das jetzt? Erstmal boarden wir nochmal. Ja, erstmal boarden wir nochmal. Quicksaven nicht vergessen, meine Lieblingstaste. F5 zum Quicksaven. So, und jetzt go EVA. Jetzt let go auf Space. Jetzt drücken wir einmal R, um die RCS-Controls einzuschalten bei der lieben Valentina im Jetpack nämlich. Jetzt können wir es auch erstmal kurz wieder ausschalten, I guess. Und direkt wieder einschalten, actually. Was war das? Shift, um nach oben zu gehen? Genau, Shift, um nach oben zu gehen. Nicht Space. Nicht Space zum Springen, sondern Shift, um RCS-mäßig nach oben zu steuern. So, wo ist jetzt hier die Leiter? Irgendwo haben wir hier eine Leiter. Die hätte ich vielleicht ausfahren sollen vorher. Das wäre vielleicht intelligent gewesen von mir. Da ist die Leiter. Extend Ladder. Das machen wir mal kurz. Oh. Ach, Gott sei Dank. Ich war gerade kurz ein bisschen ängstlich, dass das Ding jetzt hier ins Solarpanel mir reinkracht, aber ist nichts passiert. Und jetzt habe ich die Leiter, ich habe die uns nur ausgefahren. Oh, die klippt da rein. Das ist auch natürlich eine sehr elegante Lösung meinerseits. Ja, ich habe die nur ausgefahren, damit es leicht ist, jetzt hier an den Port ranzukommen, logischerweise. So, und jetzt klettern wir hoch. B zum Boarden und jetzt haben wir Valentina Kerman, die jetzt alleine in diesem Port hier sitzt. Das ist 1 von 3. Jetzt kommt der Engineer, der dürfte auch genau in dem Port drin sein. Let go. Jetzt ist es ja schon hier... Oh, hoppala. Gegen Solarpanel nochmal gestoßen. Jetzt ist es ja schon alter Hut. Jetzt wissen wir schon, wo wir hin müssen. Wie das jetzt hier ungefähr läuft. Jetzt kann ich es auch ein bisschen schneller machen. Ich wusste gerade nicht genau, wo die Leiter ist, nämlich. Das musste mich gerade erst einmal kurz orientieren. So, auch der F-Grab an die Leiter und dann B zum Boarden. Palim. So, und jetzt fehlt noch, ich glaube, welcher ist es? Nicht Siggi? Doch, es ist Siggi, oder? Es ist Siggi Kerman. Wo bist du denn? Du bist in dem Pod. Genau, das ist der richtige. Perfekt. Let go und jetzt, uiuiui, der dreht sich aber ganz schön durch die Gegend, der liebe Siggi. Siggi Kerman. Mein Gott, ist das dunkel in seinem Raumanzug hier, warum überhaupt? Warum ist es denn so dunkel? Achso, ja, das macht Sinn, wenn ich mich jetzt hier hindrehe. Zack, da ist es hell, sein Raumanzug, das macht Sinn.
Logischerweise ist es dunkel, wenn er von der Sonne weggedreht ist. So, und ist hier wieder vorsichtig runter. Ah, kann ich von hier aus schon graben. Da, grab. Und jetzt können wir auch schon mal die Leiter wieder retracten. Ui, das Ding beginnt sich gerade ein bisschen zu drehen. Wahrscheinlich, weil ich hier gerade gegen gebounced bin. Aber das macht auch nichts weiter. So, als nächstes möchte ich gerne von hier aus das Vessel controllen. Control from here. Genau. Quick Save nicht vergessen. So, und meines Wissens können wir jetzt einfach auf den Docking Port hier klicken. Auf den hier zum Beispiel. Welcher ist, glaube ich, egal. Oder den hier. Da, auf den müssen wir klicken. Und dann gehe ich einfach auf Undock und dann sind wir gleich abgedockt. Palim. Okay, jetzt schreiben wir kurz RCS ein. Ich glaube H. Nee, N. N ist es. Und driften jetzt hier ganz langsam, aber sicher. Auf und davon. Außerdem können wir jetzt unsere eigenen Solarpaneele auch wieder ausfahren. Prima, das hat geklappt. Das Abdocken hat geklappt. Wir haben 1500 Meter die Sekunde Delta V. Das war noch, auch noch eine Sache, die ich eigentlich vorher noch machen wollte. Aber ich jetzt vergessen habe. Ich wollte gucken, ob wir genug Sprit haben, um zu landen und wieder zu starten. Aber 1500 Meter die Sekunde Delta V sollte reichen. Ob das für einen Rückflug reicht, weiß ich gerade noch nicht genau. Aber wir haben hier noch ein bisschen Sprit und da haben wir auch noch ein bisschen Sprit drin. Den können wir dann einfach umtransferieren später, wenn wir hier wieder wiederum erneut angedockt sind. So, ich würde sagen, wir timewarpen jetzt ein bisschen. Und da driftet die Raumstation langsam aber sicher von uns weg. Und wie ihr seht, haben wir jetzt nur noch diese drei Kameraden hier an Bord. Komm, geben wir denen mal eine schöne Aussicht wenigstens. Wie machen wir das denn? Ich glaube, wir drehen einfach mal kurz in die Richtung und dann dürfen die auch mal den Mond betrachten. Wieso auch nicht? Nachdem sie die ganze Zeit über den Mond nicht betrachten durften, dürfen auch die jetzt einmal den Mond sehen hier. So. Wieso nicht? Habe ich irgendwie Lust drauf, das einfach mal so zu machen. Wo ist denn das Fenster hier? Hm, das ist es nicht. Das hier wird es sein. Da ist der Mond. Hallo. Guckt mal, ihr könnt auch den Mond sehen. Die dürfen es auch mal den Mond betrachten. So. Gut, und jetzt dürft ihr darauf auch gleich landen, meine Freunde. Die Frage ist, wie wir das genau machen. Muss ich den als Target setten? I guess ich setten sich jetzt einmal als Target. Wieso kann ich nicht als... Achso, wir sind schon im Orbit um den Mond. Kann das sein, dass da liegt? Muss ich jetzt vielleicht so drehen? Ich kann den Mond irgendwie nicht als Target auswählen. Ich weiß nicht genau, warum. Kann ich irgendwas? Ja, Linksklick war es. Ich war mir gerade nicht sicher, ob es Links- oder Rechtsklick ist, aber... Vielleicht, weil wir schon in einem Orbit um den Mond sind, das würde Sinn machen, ja. Ja, egal. Richten wir uns mal Retrograde aus und dann würde ich sagen, versuchen wir auf der hellen Seite des Mondes zu landen. Wir haben eine ganz schön hohe Orbitalgeschwindigkeit. Wow, wir werden einiges an Speed wegburnen müssen. Außerdem würde ich mir mal kurz merken, wo sind wir hier mit dem Orbit? Wir sind ziemlich genau auf einer Linie, das ist schon mal gut. Wir sind auf der... Wie viel Grad ist das? 270 oder so? Wir sind auf der 270-Grad-Linie. Okay, also wir müssen... Das ist wichtig, dass wir hier in Richtung 270 Grad dann auch wieder starten. Natürlich. Okay. Das ist natürlich wichtig. Und jetzt, da sieht man jetzt den Unterschied zwischen der Station und unserem Recovery-Craft-Teil. Und das Ding heißt übrigens Myna Recovery oder Recoverer. Aus dem Grund, aus dem wir hier mit Crew recovern. Also wir recovern jetzt hier nicht die Station mit oder so. Ich weiß gar nicht, wie die Station jetzt hin ist. Welche zu sein. Aber wir haben uns ja umgedreht, deswegen, ich weiß nicht. Also die ist jetzt nicht mehr Richtung hier, sondern irgendwo. Keine Ahnung. Egal, wir werden jetzt timewarpen. Und zwar timewarpen wir hier hin. Würde ich sagen. Oder wohin haben. Ja doch, dahin ist das. Klingt ganz gut. Da haben wir auch noch ein bisschen Leeway. Ein bisschen 400 Meter die Sekunde. Oh mein Gott, wir werden so viel Delta V burnen müssen, um dieses Schätzchen zu landen. Uiuiui. Eieiei. Eieiei. Wir werden auf jeden Fall vor der Periapsis burnen. Das kann ich euch schon mal verraten. Wir werden vor der Periapsis burnen. Ich würde sagen, ich mache schnell mal einen Quick Save. In jedem Fall sollten wir auf jeden Fall wieder zurückkommen. Also, es ist ein safer Quick Save an der Stelle. Notfalls breche ich die Operation vorab und fliege direkt zurück nach Hause. Ja, das geht auch immer natürlich, aber auf dem Mond landen wir, wieder hochkommen, das sollte auf jeden Fall klappen. Normalerweise 600 Meter die Sekunde, wir werden immer schneller. Die Orbitalgeschwindigkeiten sind echt krass hier gerade und wir haben nicht mehr als viel Delta V, aber ich hoffe mal, dass das ausreicht. So, dann würde ich sagen, beginnen wir den Landeanflug. Ich sollte vielleicht langsam mal gucken, wo ich landen will. Die Antwort lautet, oh, wo landen wir denn? Hier so vielleicht. Probieren wir es mit. Probieren wir mal das da so anzusteuern. Hier so die Stelle werde ich erstmal ansteuern. Dann werden wir wahrscheinlich letztendlich dann im Krater landen. Aber das ist schon okay. Das ist schon okay so. Wie war das? 270 Grad, oder? Ich glaube, es waren 270 Grad. Und wir müssen in die richtige Richtung starten. Wir müssen... Moment, in welche Richtung burn ich jetzt gerade? Ich burn gerade in... Ne, wir müssen einfach in Richtung... Moment mal. 270 Grad ist hier. Ich habe jetzt ja noch ein bisschen Zeit, bis wir hier letztendlich dann wirklich landen werden.
So, 270 Grad ist hier und auf der anderen Seite ist, wir müssen nämlich in die andere Richtung bohren, logischerweise. Wir müssen, wohin müssen wir wirklich bohren? Was? Ist das 90 Grad? Wir müssen uns im Leben nicht auf 90 Grad bohren, oder? Das macht doch keinen Sinn. 90 Grad? Ist das ein 90 Grad Orbit um den Mond? Haben wir einen 90 Grad Mondorbit? I guess? Okay, wir müssen einfach auf die 90 Grad Marker bohren, also quasi wie immer. Das kommt mir gerade irgendwie sehr counterintuitive vor, aber I guess es stimmt. Ich hoffe übrigens, dass wir genug Sprit haben, um wirklich zu landen, wieder zu starten. Ich bin gerade actually ein bisschen worried, weil 1200 Delta V haben wir noch und 400 Meter Sekunde Orbitalgeschwindigkeit müssen wir noch abburnen. Das heißt, danach haben wir nur noch 800 Meter Sekunde Delta V ungefähr. Das ist nicht sehr viel. Nicht? Das ist, ja. wir schauen mal. Wir werden mal schauen. So, sagen wir, burnen mal weiter ein bisschen Geschwindigkeit runter. Wo landen wir jetzt aktuell? Ich wollte doch. Oh, der Orbit hat sich ein bisschen gedreht, kann das sein? Ja, dann würde ich sagen, landen wir hier so. I guess. Oder? Oder landen wir da? Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen einfach mal irgendwo zu landen. Das klingt nach einem Move. Wir sind noch verdammt schnell. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen Geschwindigkeit jetzt schon runterbauen, actually. Also ja, wir werden wahrscheinlich hier landen. Hier so ungefähr. Hoffentlich landen wir nicht irgendwie hier. Das wäre gerade jetzt etwas sehr doof. Aber what can you do? Mein Delta V verschwindet in rasanter Geschwindigkeit hier gerade. 900 Meter Sekunde haben wir nur noch. Okay, wir timewarpen noch mal ein bisschen. Landebeine habe ich schon ausgefahren. Wo landen wir jetzt? Ja, perfekt, genau da wollte ich. Also da wollte ich ursprünglich nicht landen, aber whatever. Ich will nur irgendwo landen, wo es flach ist. Also wo genau ich jetzt wirklich lande, ist mir eigentlich wurscht. Ich brauche nur eine Surface-Probe fürs Labor und noch ein paar andere Science-Experimente, die wir dann später nach Hause telefonieren können, sozusagen, oder nach Hause bringen können. Das ist alles, was mir gerade wirklich wichtig ist. So, und jetzt würde ich sagen, timewarpen wir noch ein bisschen weiter runter. So, 3000 Meter sind es noch. Ein bisschen Burn. Oh Gott, wir sind bei unter 800 Meter Sekunde Delta V. Das wird actually kind of knapp. Das wird knapper als erwartet, glaube ich. Aber wir, solange wir gleich am Ende starten und wieder docken können, ist alles gut. Ja, doch, das sollte drin sein. Ja, dafür sollten wir genug haben, komm. Ach komm, das sollte reichen. Sagte er, hoffte er, wusste es aber nicht genau. Zur Not können wir den Stationsorbit auch noch ändern, I guess. Und können von der Station aus uns entgegenburnen. Was a thing ist. Was wiederum eine Sache ist, die ich eigentlich ungern machen würde, aber I guess, wenn es sein muss, machen wir das dann so rum. Whatever. Das sollte auch gehen normalerweise. So, und jetzt müssen wir langsam mal hier deceleraten und langsamer werden. Langsam aber sicher. 30 Meter. Bitte, in 10 Sekunden müssen wir aufprallen ungefähr noch. So. Ja, wir bleiben jetzt mal konstant schön bei 10 Sekunden bis zum Boden ungefähr. Ich versuche es ungefähr so zu halten. Ja, es kommt ungefähr hin. Immer noch 10 Sekunden bis zum Boden ungefähr, weil ich jetzt gerade nur noch ganz wenig burne. So, 50 Meter. Wir deceleraten immer noch, werden immer noch langsamer und langsamer und langsamer. Und da ist das Ding. Okay. Ja, kurz Schiss gehabt, dass das Ding zur Seite überkippt, aber ja. Deswegen gerade dieses komische Einatemgeräusch, weil ich das Gefühl hatte, das Ding kippt gleich immer, aber. Ich frage mich, wie die das bei echten Mondmissionen machen. So, die landen so, oh nein, unser Teil kippt um, unser Landeapparat kippt um. Ich hoffe, das ist in echt noch nie passiert. Ich hoffe mal, das ist in echt noch nie passiert, aber ich frage mich, was das Protokoll bei denen ist, wenn deren Lander umkippt. I guess, deren Lander ist wahrscheinlich so gebaut, dass das Ding nicht umkippen kann. I hope. Keine Ahnung. Oder sie sind vielleicht schlau genug, dass es einfach nicht passiert. I don't know. Egal. Gut, wir sind auf dem Mond gelandet. Glaube ich, ein Quicksave. 500 Meter Sekunde Delta V. Das ist ein risky. Das ist ein risky Quicksave. Ich bin ganz offen und ehrlich. Das ist ein risky Quicksave. Aber ich glaube, wir droppen Quicksave. Ja, komm. Es ist risky, aber ich glaube, wir müssen jetzt wirklich docken. 500 Meter Sekunde Delta V ist nicht viel. Ich weiß nicht, ob das wirklich ausreicht, um bis zur Erde zurückzufliegen, ohne an unsere Station anzudocken. Aber das war ja eh geplant. Deswegen alles gut. Haben wir hier Experimente dran? Ich glaube, ich habe nicht viele Experimente hier dran. Aber ich glaube, ich habe genug. Ja, genau. Wir haben Goo Containment Units. Ja, das Experiment hatten wir schon mal. 13,8 Science nur. Macht aber nichts. Machen wir das direkt zweimal? Wir machen es direkt zweimal. Komm, ist egal. Ich brauche einfach nur ein bisschen was an Science-Daten hier. Crew Report. Null Science. Grandios. Wir brauchen einfach nur irgendwas, was wir zurück nach Hause mitnehmen können halt. EVA Report. Würde ich sagen, machen wir auch noch. Zack. 48 Science, prima. Der ist anscheinend brandneu, der Idee. Was steht hier?
You start to say something dramatic and poignant about the plight of Kerbal Kind in this grand universe, only to be cut off by random radio chatter that the situation is nominal. Also alles ist prima, alles ist super. Gut. Den Helm sollten wir jetzt nicht removen, das wäre glaube ich nicht so smart. Was wir aber machen werden, ist die Leiter nochmal kurz extenden, damit wir hier leichter wieder hochkommen gleich. Palim und Palam. Und da ist die Leiter auch schon extended, oder noch nicht ganz, aber jetzt extended. Und dann droppen wir hier mal kurz runter. Plopp. Das ist, oh. Da passieren Dinge. Okay, alles gut. So, wir haben es überlebt. Wir haben den Drop erfolgreich überlebt. Und jetzt laufen wir hier mal kurz ein bisschen weg von der Rakete. Vielleicht jumpen wir dabei auch, weil ich glaube, dann kriegen wir ein bisschen mehr Speed in die Richtung hier. Oder es ist ein bisschen leichter, von der Rakete wegzukommen. Wir müssen nicht weit davon wegkommen. Wir laufen nur ein kleines Stückchen hier rüber und dann platzieren wir gleich kurz nochmal eine Flagge. Wieso auch nicht? Ich finde auch diese Cover hier cute da unten. Wie der Kerbal da so durch die Gegend bounced beim Laufen. In dieser Kameraperspektive. So, das haben wir soweit. Dann würde ich sagen, Deployed Shoot, wo haben wir das? Plan Flag, da haben wir erstmal Plan Flag. Zack. Plop. So, das ist jetzt unsere Second Myna Landing. Flag Text. Landed after docking to a station, I guess. Keine Ahnung. I don't know. Es ist nicht wirklich wichtig, das habe ich eh schon mal gesagt, es ist nicht wirklich wichtig, was man hier auf diese Plaketten draufschreibt. Das Ding ist halt, das können wir nie wieder lesen. Also wir können schon lesen, wenn wir hier nochmal landen, ne? Aber aus der Space Center Ansicht kann man nur den Namen der Flagge sehen, aber nicht, was auf dem Plaque steht, was ein bisschen komisch ist, I guess. Wobei, es macht immer Sinn. Ich meine, man weiß, wie die Flagge heißt, aber man weiß nicht, was draufsteht, weil das kann man nicht lesen, solange man davor steht. Und da wir wahrscheinlich nie wieder hier vor dieser Flagge stehen werden, das heißt, ich mache gezielt nochmal einen Ausflug zu dieser einen Flagge hier, aus irgendwelchen Gründen später mal, werden wir nie wieder lesen können, was auf dieser Flagge steht. Deswegen ist das relativ irrelevant und wurscht, aber ja. Jetzt wisst ihr Bescheid, was auf dieser Flagge steht, theoretisch gesehen. Da steht einfach, dass wir hier gelandet sind, nachdem wir an unserem Orbitallabor angedockt sind. So, habe ich das Surface Sample genommen? Das habe ich vergessen, oder? Das habe ich vergessen. Komm, wir nehmen nochmal einen anderen. Wir nehmen jetzt hier den Scientist. Der darf auch nochmal hier kurz raus. Der darf sich jetzt hier auch nochmal kurz umsehen. Take surface sample. Comprised of a large number of materials layered over time. So, da haben wir das surface sample. Das bringen wir aber nicht mit nach Hause. Das bringen wir nur zur Space Station, übrigens gesagt. Und normalerweise wäre der Move jetzt, glaube ich, um Sprit zu sparen, erstmal die Leiter einfahren. So. F5 Quicksave. Ich glaube, der Move ist jetzt tatsächlich zu Time Warpen und zu warten, bis die Station, orbittechnisch ungefähr über uns ist wahrscheinlich. Damit wir hier in den richtigen Orbit starten ungefähr. Das ist wahrscheinlich der Move tatsächlich. Ich set die schon mal als Target. Und ich schätze mal, jetzt warten wir einfach, bis die Station ungefähr hier so ist gleich. I guess. Dann können wir nämlich Sprit sparen. Also der Plan ist jetzt einfach, wir starten erst dann, wenn die Station irgendwie hier so ist, damit wir möglichst nah schon so einen nahen Encounter haben. So, ne? Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Das wäre so der Plan. Inwiefern das klappen wird, kann ich euch noch nicht so wirklich sagen, aber wir probieren das einfach mal. Quicksave ich noch. Ich weiß nicht, ob ich gerade schon gequicksaved habe. Ich glaube, ich habe gerade schon gequicksaved, aber wir quicksaven einfach nochmal. Und jetzt time warpen wir mal kurz. Leider kann ich diesmal nicht warp hier. Oder kann ich? Kann ich einfach hin? Ne, wir können da nicht hin time warpen. Leider. Okay, das heißt, wir müssen. Aus irgendeinem Grund haben wir einen Apoapsis, obwohl wir gelandet sind. Das macht natürlich auch absolut Sinn. Egal. Ja, wir müssen jetzt leider hier manuell time warpen. Oh Gott, der Mond dreht sich. Oh nein. Oh, das habe ich vergessen. I forgot about that. Das ist eine Sache. Ja, der Planet dreht sich. F9. Wir loaden unseren Quicksave nochmal kurz. Vielleicht ist der Move tatsächlich einfach direkt wieder zu starten. Weil dann starten wir auf jeden Fall in den richtigen Orbit, weil der Mond sich noch nicht großartig gedreht hat. Ich glaube tatsächlich, das ist actually der Move. Ich glaube, wir warten nicht. Ich glaube, wir starten einfach. Und dann kriegen wir das gleich schon irgendwie hin. Weil so kommen wir auf jeden Fall relativ leicht in den Orbit, ohne irgendwelche Drehmanöver nochmal ran zu müssen. Drehmanöver kosten nämlich auch meistens Sprit. Ja, machen wir das mal. Wir starten es einfach. Ah, Richtung 90 Grad bitte. Bitte, danke. So. Landebeine einfahren. Und jetzt geht's hier los. Soos. Oh Gott. Okay, 90 Grad war falsch. 90 Grad war falsch. Ich quickload noch mal kurz unsere Quicksave. Jetzt müssen wir kurz rausfinden, welche Richtung wir drehen müssen. Also entweder hier so hin oder da so hin, I guess. Wir probieren das einfach aus. Ich mache das jetzt Trial and Error mäßig einfach. Gucken wir mal, ob das hier richtig ist ungefähr.
So, wo ist jetzt mein Orbit hingedreht, meine lieben Leute? Das ist es, glaube ich. Da ist das Ding. Das sieht mir richtig aus. Jawohl. Okay. Und stopp. Perfekt. Perfekt. Und jetzt müssen wir einfach Prograde burnen gleich. An der Apoapsis natürlich. Oh Gott, wir haben kaum noch Treibstoff. Bitte. Bitte lass es einfach reichen, um den Orbit zu kommen. Das wäre schon mal sehr gut. Den Rest mache ich dann mit der Station vielleicht irgendwie. Ich weiß nicht. Wenn nicht, sind wir jetzt hier kurz gestrandet auf dem Mond. Dann müssen wir für unseren Recovery-Flug einen Recovery-Flug starten. Das wäre natürlich auch absolut grandios. Reichen 200 Millisekunden aus, um in den Mondorbit zu kommen? Bitte sag mir ja. Bitte sag mir ja. Bitte sag mir, dass es reicht. Oh nein. Ah, wir haben noch RCS. Wir haben RCS. Wir sind. Ich glaube, wir sind ziemlich safe. Also, ich glaube, das sollte. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das sieht nicht gut aus. I don't like where this is going. Ah. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie viel RCS wir haben. Aber irgendwas sagt mir, wir haben nicht genug. Oder? Wo ist mein RCS-Fuel? Wir haben noch 5 Meter die Sekunde. Wait, what? Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Wir haben null. Wir haben nichts. Okay. Wo ist mein RCS-Fuel? Oh, wir haben ganz schön viel RCS-Fuel. Aber ist es genug? Das sind hier die Fragen, meine lieben Leute. Die Antwort lautet, ich weiß es nicht genau. Wenn nicht, müssen wir in einen mega tiefen Orbit einfach starten, vielleicht. Reicht es? Ich glaube, es reicht nicht. Das reicht nicht. Okay, wir müssen es irgendwie anders machen. Oh, jeez. Oh, jeez. Okay. Ich weiß nicht, was ist was ist eine sichere Höhe beim Mond? 1000 Meter? 2000 Meter? Was ist der tiefste Mondorbit, den man so starten kann? Oh boy, wir müssen jetzt in einen ultratiefen Mondorbit fliegen. Wir drehen es einfach direkt bis hierhin runter oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und jetzt gehen wir hier schon in Full-Tilt-Modus. Wir gehen jetzt schon in Full-Rotationsmodus, glaube ich. Ich glaube, das ist unsere einzige Chance. Das haben wir schon mal kurz aufzubauen, gucken, wie es jetzt hier aussieht. Das sieht doch schon mal grundsätzlich ganz gut aus. Wir sind jetzt hier. Das sind schon 10.000 Meter? Wir sind schon 10.000 Meter über dem Boden. Okay, das ist. Oh Mann. Oh Gott, das wird. Ich rieche schon. Ich kann schon förmlich schon riechen. Das wird ein Desaster. Das wird ein Desaster. Dieser Start wird ein absolutes Desaster. Wobei. This is kind of working. This might be working. Maybe. Maybe. This could work. Oh Gott. Oh Gott, 20 Meter die Sekunde. Oh Gott, ich glaube, wir haben nicht genug Sprit. Ich glaube, wir haben nicht genug Sprit, meine lieben Leute. Gott verdammt. Wir probieren es einfach mal weiter mit RCS. Wie viel bringt das? This could work. Wie lange habe ich Zeit, bis ich da bin? 2 Minuten. In 2 Minuten. Als Alt und Punkt, nicht F4, sondern Alt und Punkt. Ihr wisst Bescheid. Funktioniert das? Also Physics Time Warp halt. Vierfache Beschleunigung. Mal gucken, wie lange wir RCS haben, wiefern das klappt. Wir können einfach an der Station wieder auftanken. Das ist halt das Ding. Das ist halt das Ding. Oh Gott. Oh, da kommt ein ziemlich hoher Berg auf uns zu. Bitte sag mir, dass ich hoch genug bin, um nicht in diesen Berg rein zu crashen. 5000 Meter sind wir über dem Berg aktuell. Oder über diesem Hügel hier, I guess. Berg würde ich es nicht unbedingt nennen. Irgendwas sagt mir, wir haben nicht genug RCS-Fuel. Irgendwas sagt mir, wir haben wirklich nicht genug RCS-Fuel. Oh, wir haben eine Periapsis. Wir haben eine Periapsis, meine lieben Freunde. 3000 Meter, okay. Oh Gott. Oh Gott, wie viel habe ich noch? Ich gehe runter bis. I don't know. 90. Physics Time Warp ausschalten. Sind wir im Orbit? Wir sind im Orbit. Wir sind actually in einem Orbit. Ist das. What? Ist das denn zu fassen? Okay, die wirklich wichtige Frage ist nur. Ja, Physics Time Warp. Wir sind zu tief, um hier richtig zu Time Warpen. Die Frage der Fragen ist nur. Crashen wir jetzt in den Mond? Ich weiß nicht, wie tief der Orbit hier ist. Es ist, ja. Ne? Also, es ist ein total hoher Orbit hier und es klappt auf jeden Fall auch alles. Der Orbit scheint aber stabil zu sein. Also, er ist stabil. Die Frage ist, wie stabil unser Raumschiff ist, wenn wir hier gleich diese Stelle erreichen. Das wird sich gleich zeigen. 600 Meter. Es ist, da ist der Platz, ja. Das ist so genug Platz. Da kann man da. Okay. That's the thing. Apparently that works. Anscheinend sind wir hoch genug. Was zur Hölle? Wieso klappt das? Wieso funktioniert dieser Orbit? Okay, sehr gut. Wir haben es irgendwie geschafft, vom Mond zu starten. Jetzt müssen wir nur noch umtanken gleich an der Station, I guess. Ich hoffe, ich habe genug Treibstoff an der Station auch wiederum, um
ne, und so weiter und so fort, ihr wisst Bescheid, um hier überhaupt in diesen komischen random AF-Orbit reinzukommen, der den Mond fast berührt. Machen wir das überhaupt? Oder ich weiß nicht, ich bin gerade überlegen, ob ich nicht einfach noch früheren Quicksave lade, aber nee. Ich glaube, wir machen das. Ich glaube, wir machen das einfach. Wir haben ja noch ein bisschen RCS. Wir time warpen jetzt einfach zu. Oh Gott. Ah, na, SRS ausschalten. Wir brauchen jedes bisschen Sprit, das wir gerade haben. Bitte, danke. Bitte nicht mein wertvolles RCS-Fuel verschwenden. Wir haben nur noch 88. Was sind das? Liter? Ich weiß nicht. 88 Einheiten Monopropellant. Wir haben nicht mehr viel davon. Bitte nicht verschwenden, den Treibstoff. Den brauchen wir noch. Vielen Dank. So, wir time warpen zu Apoapsis und dann machen wir den nächsten Burn, in Anführungszeichen. Das nächste Burn-Manöver, aka wir nutzen jetzt unsere RCS-Fuel, um unseren Orbit dann doch noch ein bisschen zu erhöhen in der Periapsis. Oh, das ist die falsche Richtung, oder? Das war die falsche Richtung, okay. Noch ein bisschen mehr Treibstoff verschwendet. Grandios, großartig. Ja, ein bisschen haben wir noch. Ich würde sagen, wir burnen uns hoch auf, ich weiß nicht, 10.000. Ich würde gerne einen Orbit haben, der nicht fast auf dem Mond landet. So, sagen wir es mal so. Ich meine, immerhin, unsere Station wird dann gleich eine sehr schöne Aussicht kriegen oder so. Oder so ähnlich. Ich würde sagen 20.000 Meter. Ich möchte gerne 20.000 Meter Orbit haben. Ich weiß, danach haben wir kaum noch RCS-Fuel, aber es ist mir wurscht. Ich würde gerne. Ach so, sehr schön. So, jetzt müssen wir, glaube ich, unsere Station switchen. Ich würde sagen, ich droppe hier eine Shell mal Quick. Ich droppe jetzt hier einen Quick-Save. Ich bin mal ballsy. Ich weiß, dass das hier eventuell nicht recoverbar ist. Also, es ist schon recoverbar. Was war das Ü, um das Craft zu wechseln? Man hat mir gesagt, auf Ü kann man das Craft wechseln. Allerdings ist das anscheinend bei mir anders gebindet, eventuell. Ich weiß nicht. Ich mache mal kurz an der Stelle einen kleinen Cut. Dann hören wir uns gleich wieder. Ich gucke mal kurz nach, was der Binder bei mir ist. So, angeblich sind die Binds dieser komische Akzentstrich und scharfes S bei mir. Probieren wir das mal. Okay, anscheinend habe ich gerade hochgefrottelt. Interessant. Achso, weil ich auf Shift gedrückt habe. Ja, das macht Sinn. Ich habe auf Shift gedrückt, um die. Ah, vielleicht, wenn ich Caps Lock drücke. Nope. Okay, die Binds funktionieren bei mir anscheinend nicht. Dann müssen wir das leider. Ja, ich kann einfach auf Switch 2 gehen, logischerweise. Ja, wow, das war wieder sehr intelligent von mir, dass ich das eh einfach machen kann. Jetzt müssen wir kurz gucken, wie machen wir das jetzt. Erstmal X auf keinen Fall irgendwie Gas geben. Wir schalten das Triebwerk hier aus, bitte. Shutdown. Okay. Und dann nutzen wir nämlich diese Engine hier. Und jetzt müssen wir mal kurz schauen, wie wir das machen. Oh boy. Oh boy, set as target. Was ist mit der Ascending und Descending Node? Apoapsis, wo sind hier die? Da. 5,2 Grad. Wow, der Orbit ist ein ganz gutes bisschen gedreht, actually. Okay, Head Manöver. Erstmal müssen wir einen dicken, fetten Burn machen. Und mit dick und fett meine ich, wie viel Metersekunde müssen wir jetzt hier wegburnen? Ein solides bisschen. Okay. 147, Jesus Christ. Oh mein Gott, okay. Und jetzt müssen wir hier drehen in die Richtung, Fragezeichen. 3,4 Grad. Okay. Da sind wir dann und da ist dann das Target. Das heißt, wir wollen actually einen kleineren Orbit haben, oder? Wollen wir einen kleineren Orbit haben? Oder Orbit ist irgendwie nicht ganz richtig. Der ist irgendwie gedreht. Warum ist denn das? Oh, I guess, weil unsere Periapsis dann immer noch da ist. Ne, da ist dann unsere neue. Und wo ist denn unsere Target-Periapsis? I'm kind of confused right now. Egal, machen wir es einfach mal so und dann zur Not warten wir 10 Milliarden Orbits ab, bis wir dann den Encounter halbwegs richtig haben. Ich muss jetzt hier ein bisschen Sprit sparen, actually. Das heißt, wir werden jetzt hier versuchen, so viel Sprit zu sparen wie möglich. Wenn ich die Station drehe, wobbelt das Ding hier übrigens. Na, es wobbelt ein bisschen, aber es geht. Das geht schon. Okay, so. Quick Save an der Stelle nochmal. Oh boy. Auf geht's. This is gonna go horribly wrong. I can already feel it. Oh Gott, wie das andere Craft sich einfach um den Mond spinnt. Alles klar. Mit 10.000 Milliarden Kilometer die Stunde. Gefühlt. Im Time Warp. So, da sind wir am Marker. Ich würde sagen, auf geht's. Zeit zu burnen. Kurz mal was nachgucken. Oh Gott, das ist genau, was ich mir gedacht habe. Das Ding wobbelt wie sonst was. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger burnen, glaube ich. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott. Oh. Da. Da, was geht denn jetzt ab? Nein, falsch, Taste. Nicht C. Nein, ich möchte nicht. Danke. So. Vielen Dank, Spiel. Bitte vorsichtig drehen. Vorsichtig drehen. Nicht irgendwie alles in Stücke reißen hier. Ich weiß, du möchtest nicht.
Ja, ich weiß, du möchtest nicht kooperieren, mein liebes Stationchen, aber wir müssen jetzt hier leider ein kleines Manöver machen. Es ist leider notwendig. I'm sorry about it. Okay, gleich haben wir's. Es wird auch nicht wehtun, nur ein bisschen. Come on. Bisschen noch. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Come on. Please. Please, Game. Nur noch ein kleines bisschen. Komm. 20 Meter noch. 20 Meter pro Sekunde noch. Gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Please. Bitte. Okay, das reicht. Das ist close enough. Good enough. Good enough for me. Zeit, einen Orbit zu skippen. Add Manöver. Mal sehen. Okay, 2 Orbits, 3 Orbits, 4 Orbits, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Orbits, 11, 12, 13. Oh, that's pretty good actually. Das sind gerade mal 15 Kilometer. Klar, die Orbits sind so winzig klein, das sind 15 Kilometer Separation. Das ist nicht viel. Damit kann man arbeiten actually. Was muss ich denn machen? Vergrößern? 15,1, verkleinern. 14,8. Verkleinern, I guess. Orbit verkleinern. 14,3. 14,1. 2 Meter die Sekunde kostet es dann nur. 13,4. 11,8. 8,4. Alles für 3 Meter die Sekunde Delta V. Also wir müssen keinen fetten Burn hier hinlegen dafür. Sehr gut. Gut, ich werde einfach zu den Manövern hintimen, würde ich sagen. Ich quicksave an der Stelle mal. Wow, wow, wow. Okay. Ja, wir timewarpen da jetzt für ein Manöver hin und hoffentlich passt das dann. Ist hier noch alles okay? Ja, das sieht soweit alles noch intakt aus, I guess. Bitte dreh dich doch. Haben wir keinen Strom mehr? Wieso kann ich das Ding nicht drehen? Wir haben Strom. Wieso? Oh, ich bin auf Probe Control. Moment. Oh, okay. Du da. Du da. Hochklettern und. Wo ist der Eingang hier? Wo ist da? Irgendwo gibt es ja doch einen Eingang. Keiner ist im Actual Command Port. Die sind alle in dem Research-Ding drin. Grab und rein. Und jetzt möchte ich von hier aus controllen, bitte. Vielen Dank. So. So, und jetzt drehen wir uns hier. Bitte. So, Manöver-Note. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wir hatten gerade keinen Command Port, deswegen habe ich gerade nur über diese Drohnen-Control Parts controllen können. Und da wir gerade keine Verbindung haben, wahrscheinlich, weil wir wieder hinterm Mond sind. Der dunklen Seite vom Mond. Sozusagen. Actually die helle Seite. Aktuell ist es die helle Seite. Müssen wir das von hier aus ganz vorsichtig machen. Ich lösche direkt mal hier die Manöver-Note. Hallo? Weg damit. Oh, cannot delete Manöver-Note. Control locked. Wait, what? Ist das, weil ich. Ah, das ist wahrscheinlich, weil ich keine Verbindung habe, oder? Game Y. Game Y. Please. Why are you like this? Ah, ich glaube, ich brauche wieder Verbindung, um die Manöver-Note zu droppen. Ja, ich kann sie nicht löschen aktuell, okay. Das heißt, wir können die echten Zahlen gerade nicht sehen, leider. Jetzt können wir sie sehen, bitte. Danke. 6,4 Meter die Sekunde. So, sehr schön. Sehr schön. Oh, wir haben es fast geschafft. Okay. Was ein Manöver. Also alles insgesamt zusammen und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. So, wir drehen uns jetzt noch ein bisschen hier in die. Oh, wir müssen vielleicht noch 24 Meter die Sekunde Delta V wasten, nur um hier wieder anzudocken. Okay. Was ein Geraffel. 5,7, 5,5. Oh Gott, was geht jetzt ab? Warum drehst du dich so? Bitte, wir müssen noch einen kleinen Insertion Burn hier machen. Um uns hier in den richtigen Orbit zu plöppen, sozusagen. Müssen den Orbit hier noch ein bisschen anpassen. So, so, so. Okay, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Time Warpen. Bis wir noch ein bisschen näher dran sind. I guess. Ich weiß gar nicht, ob ich RCS von dem Ding hier benutzen kann von der Station, weil wenn ich das Ding anschmeiße, wird er wahrscheinlich alle RCS-Thruster nutzen, auch die am anderen Stationsteil. Und es kann sein, dass der dann irgendwie lustige Dinge tun wird, sozusagen. So, und jetzt werden wir nochmal auf unser Target zubirnen. Stückchen. Stück für Stück. 3,8, 3,7. Okay. Ich glaube, näher dran kommen wir jetzt erstmal nicht. Wieder ein bisschen drauf zubirnen. Und zack, nah genug. Ich sollte actually nach hier oben hin burnen, glaube ich, weil unser Prograde Marker ist da unten. Das heißt, wir müssen den ein bisschen nach hier in die Richtung korrigieren, I guess. 3,5, 3,4. So, und was ich jetzt actually machen werde, ist, wir werden kurz uns hier hin drehen. Oh,
Ja, ich weiß nicht, ob RCS jetzt funktionieren wird. Wir probieren es einfach. Wir probieren es. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. So, mal quicksaven, bevor wir das machen. SAS aus, RCS an. Falsche Richtung. Es funktioniert, glaube ich. Okay, es funktioniert. Sehr gut, wir sollten uns actually noch ein bisschen drehen. In die Richtung hier. Um in die Richtung ein bisschen zu overcompensaten. Und jetzt korrigieren wir hier nach und nach unseren Kurs. So, 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 sehr schön. Und drehen uns jetzt. Und jetzt können wir unser Haupttriebwerk nochmal kurz nutzen. Und können einfach ein bisschen Thrust in die Richtung geben. Und damit sollte der nächste Encounter jetzt da hinten irgendwo sein. Genau, da ist er. 2,5 Kilometer, 2,4. Ja, noch ein bisschen Overcompensaten in die Richtung. 1,7 Kilometer. Separation wird immer kleiner, sehr schön. Und jetzt time-warpen wir einfach wieder. Ah, so, time-warpen wir wieder hier hin irgendwo, keine Ahnung. Da so hin ungefähr, sagen wir mal. Prima. Und dann wird es hoffentlich nochmal was mit dem Docken hier. Und dann müssen wir gleich Treibstoff rüberpumpen. Das geht Gott sei Dank brauchen wir dafür keine Treibstoffkabel oder sowas. Oder Treibstoffschläuche. Das geht einfach so. Ne, bitte ein bisschen drehen. Bitte ein bisschen kooperieren, Raumschiff. Das wäre ganz nett. Okay. Jetzt 1,3 Kilometer. Oh mein Gott, das wobbelt so sehr, das Ding hier. Okay. 1,3 immer noch. Oh mein Gott. Ja, wir können es auch einfach drehen und dann in die andere Richtung bauen. Das geht natürlich auch. Muss mich eh in die Richtung hier langsam sicher drehen, glaube ich. So. Würde ich sagen, bleiben wir jetzt einfach aufs Target zu stattdessen. Ist richtig? Das ist die richtige Richtung, oder? I guess so. Wieso ist es denn immer noch so weit? Wieso bin ich immer noch so weit auseinander mit meinem Target? Ich bin gerade so verwirrt. Ist das, weil der Orbit noch so unterschiedlich ist? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Separation ist irgendwie immer noch so hoch. Ah, da ist er dann 0,7. Okay. Ja, wir time-warpen einfach mal hier rüber. So. Sehr schön. Und jetzt müssen wir unsere Geschwindigkeit nochmal kurz reduzieren. 0,6. Da hinten sind es dann 11 Kilometer. Okay. Aber wir haben es gleich. Keine Sorge. Ich muss hier gerade nur ein paar weitere RCS-Manöver machen. Dann sind wir gleich wieder in Dockreichweite, I guess. 600 Meter Separation sind es da bei dem Punkt gerade. Bin ich gerade in die richtige Richtung? Tue ich. Okay. 500 Meter. Wir müssen doch unser Ding jetzt eigentlich mittlerweile langsam sehen können, oder? Es müsste in die Richtung, glaube ich, sein. Das Modul. Irgendwo. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich sehe es irgendwie noch nicht. Persönlich. Aber macht ja nichts. Ich burn übrigens gerade quasi rückwärts. Im Rückwärtsgang. Ah, da hinten ist es. Ich bin doof. Ich bin einfach offiziell immer wieder doof. Ja, wir sollten uns langsam mal in die richtige Richtung drehen, I guess. Ich burn gerade im Rückwärtsgang. Also, falls ihr euch gerade wundert, warum zur Hölle ich falsch rum ausgerichtet bin. Mit RCS kann man in jede Richtung Thrust geben. Deswegen habe ich gerade einfach in aller Ruhe im Rückwärtsgang geburnt. Das geht mit RCS mit Leichtigkeit. Weil die Thruster nicht directional sind. Oder die sind schon directional, aber ihr seht, die haben hier so Ports in alle Richtungen. Deswegen, das ist ganz praktisch bei RCS-Thrustern. Jetzt drehen wir uns nochmal kurz in diese Richtung hier. Und geben die Richtung mal kurz ein bisschen Gas. Diesmal nochmal mit dem Haupttriebwerk. Weil wir jetzt eh ungefähr ausgerichtet sind, damit wir unseren Prograde-Marker hier wieder richtig ausrichten ungefähr. Das wird wieder so ein ewig langes Video, merke ich gerade. Ja, das ist aber auch nicht leicht gewesen, jetzt gerade hier wieder in Orbit zu kommen. Ihr habt es ja gerade selber gesehen, was das gerade für ein Manöver war, das hier hinzukriegen. So, machen wir nochmal ein bisschen in die Richtung. Dann würde ich sagen, time-warpen wir noch kurz ein bisschen, bis wir hier nochmal näher dran sind. So, und jetzt werden wir nochmal kurz unser Momentum canceln. So. RCS an. Andere Richtung. Kurz time-warpen. Ja, das Problem ist halt, das Ding wobbelt, sobald man RCS nutzt, logischerweise immer ein bisschen. Deswegen wackeln die Marker uns gerne mal durch die Gegend. Kann ich jetzt einfach hier rüber switchen? Probieren wir es mal mit den Keybindings.
Ah, jetzt geht's. Okay, die müssen nah genug aneinander sein, damit meine Keybindings dafür funktionieren. Den Rest werden wir jetzt nämlich von hier aus lösen, glaube ich. Das ist leichter. So. Time Warpen. Und das sieht gut aus. Wo ist da der Docking Port? Das sieht mir nach einem Docking Port aus. Das ist unser neues Target. So. Momentum wieder canceln. Okay. Jetzt muss ich kurz meinen schlauen Zettel nochmal kurz suchen. Da ist er. Wir wollen jetzt nach rechts, glaube ich. Das dürfte L oder J sein. Ich glaube, L ist es. Oh, hoppala. Ja, das wollte ich nicht. Okay. L. Perfekt. Genau, nach da waren wir jetzt rüber. Und jetzt timen wir kurz mal ein bisschen. Und jetzt J. Prima. Und jetzt bauen wir einfach direkt drauf zu. H, glaube ich. Jawohl, H ist es. Mal kurz Time Warpen. Wie weit ist es noch? Es ist nicht mehr allzu weit. Aufhören zu Time Warpen, I guess. Wir richten es mal kurz neu aus. N, um unsere Momente wieder zu canceln. So, erstmal die Solarpaneele wieder einfahren, bevor ich die jetzt hier gleich reincrashe in die Station. Actually, ich werde nur kurz ein bisschen auf L drücken, um noch ein bisschen seitwärts Momentum zu kriegen. So. J, um es wieder zu canceln. Prima. Jetzt richten wir es neu aus. Damit das hier alles passt. Wieder H. Und damit haben wir es, glaube ich. Hoffentlich. Das sieht mir ganz gut aus soweit. Na? Uiuiui. N. Langsamer, bitte. So. Wunderprächtig. Oh, er will zu dem Dockingport hier, glaube ich. Okay. Also welchen er jetzt hier nimmt, ist mir egal. Er scheint aber auf den hier zuzudriften. Aktuell. Set as target. So. Und... Uiuiui. 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 Please. Please don't do it. Okay, sehr gut. Bitte nicht ineinander crashen, vielen Dank. Oh, da passieren gerade Dinge, die mir nicht gefallen. Hallo, Spiel? Bitte einfach andocken. Ja, jetzt. Okay, sehr schön. Time Warpen, das Ganze stable ist. Sehr schön. Oh, wir haben es irgendwie geschafft. So, das Triebwerk hier, nee, das Triebwerk hier ist komplett leer. Dieser Tank hier hat sich quasi erledigt. Aber den werden wir jetzt gleich mal auftanken. Und diese kleinen Tanks hier auch. Die werden wir jetzt gleich einfach auftanken und dann passt das schon. Aber das werden wir nicht mehr in diesem Video machen. Das werden wir erst im nächsten Video machen, glaube ich. Oh Mann, das war ein haarsträubendes Orbitalmanöver hier. Also, was heißt Orbitalmanöver? Ein haarsträubendes Lande- und Startmanöver hier wieder. Aber das hat letztendlich dann doch alles geklappt. Und jetzt sind wir wieder zurück in der Anfangsposition sozusagen. Oder fast in der Anfangsposition. Der Orbit ist ein bisschen kleiner jetzt als vorher. Der sieht ein bisschen anders aus, aber anders ging es nicht, weil unser Lander gerade leer gegangen ist. Ja, aber das hat soweit auf jeden Fall hingehauen jetzt hier. Vielen Dank, dass ihr bis zu dieser Stelle geguckt habt, I guess. Oh Mann. Ja, das hat gerade so geklappt, aber gerade so. Das war viel zu knapp. Ich habe zu wenig Treibstoff eingeplant. Aber das habe ich mir eh irgendwie schon so gedacht, während ich hier gelandet bin. Das kam mir so vor, als würde es nicht ausreichen. Es hat auch nicht ausgereicht, also nicht ganz. Aber mit RCS haben wir die Kiste doch irgendwie nochmal geschaukelt. Mit RCS-Fuel. Dafür ist jetzt hier die Hälfte... Was heißt die Hälfte? Also fast alles von unserem RCS-Fuel ist jetzt hier leer in unserem Lander. Aber ja, wenn wir ein bisschen Treibstoff rüberpumpen, sollte das hinhauen. Dann sollten wir wieder auf der Erde landen können. Dann müssen wir nur irgendwann wahrscheinlich unsere Raumstation hier nochmal ein bisschen auffüllen, treibstofftechnisch, damit das hier hinhaut mit dem Rückflug der Station irgendwann mal, wenn wir die dann deorbiten wollen. Gut, aber ja, das war's erstmal für diesen Part. Im nächsten Part geht es dann an den Rückflug, I guess. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Ja, solltet ihr noch kein Abo dagelassen haben, lasst mir lieben gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Oder auch gerne Kommentare und Likes, auch die würden mich und meinen Kanal sehr supporten. Im nächsten Part werden wir dann das Science-Sample hier rüber transferen und dann mit unserem Lander zurückfliegen. Oder wir werden es versuchen vielmehr. Hoffentlich wird es klappen, also es wird wahrscheinlich klappen. Insgesamt sollten wir hier in allen Tanks kombiniert genug Treibstoff haben, um das Ding auf jeden Fall sicher wieder zurückzukriegen. Das war's erstmal für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gut gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Quitt euch!